Ich war mit diesem Video eigentlich schon fertig, aber Leroy hat sich in der Zeit, die das Video nun mal zum Fertigstellen benötigt, wieder dazu entschieden, Leroy-Dinge zu tun. Zum einen soll er wohl ein Interview ein bisschen mies gestaltet haben, indem er jemanden einfach komplett aus dem Kontext geschnitten hat. Dazu hat Alpha Kevin ein Video gemacht, welches ich euch verlinke. Und dann habe ich auch noch Informationen bekommen von jemand anderem, der eine interessante Missrepräsentierung erfahren hat, aber das soll ich noch nicht veröffentlichen. Jetzt Jungs hat er eine Folge das Treffen hochgeladen mit einem Hooligan und einem Polizisten. Nach der R-Abwerbung, Frank Thelen kracht die Latte unter den Tisch, wird uns Tom Neubert vorgestellt, als jemand, der mal ziemlich doll rechts war. Wie genau, wird aber nicht thematisiert. 2018 war auf dem Cover der Zeitung Heute Jung, die sich übrigens mit HJ abkürzt, und von der Partei Die Rechte ausgegeben wird, die für die auch Steven Feldmann unterwegs war. Er ist im Dorsfelder Umfeld unterwegs gewesen, da kann es ja schon mal passieren, dass man aus Versehen so ein bisschen reinhitlert, aber er hat dem Nazi sein ja abgeschworen, sagt er. Jetzt ist er halt nur noch ein gewaltbereiter Hooligan. Bei der Truppe Riot 0231, zumindest ehemalig, die haben sich jetzt theoretisch aufgelöst, was heißen soll, die heißen einfach nur anders und sind genau dieselbe Truppe wie vorher. Also bei dieser Truppe ist er unterwegs, was gibt's denn dazu zu sagen? Die ist immer noch im Neonazi-Milieu unterwegs. Zu dieser Gruppe gibt es sogar eine Reportage, die pikante Details gefunden hat, wie zum Beispiel, dass Toms Truppe Dennis Nikitin nahestehen soll und mit dem verbunden ist. Der Angriff 2016 während der Europameisterschaft von russischen Schlägern geht auf seine Kappe und er ist Gründer der Modemarke White Rex. Hier sehen wir ein paar Bilder, was die so vertreiben. Ebenfalls verbandelt ist seine Truppe mit dem nationalen Widerstand Dortmund. Dass er mit denen nichts mehr zu tun hat, kaufe ich ihm ehrlich gesagt nicht ab. Ich kann falsch liegen, natürlich. Ich frage mich an der Stelle halt einfach, warum er im letzten Video, das er hochgeladen hat, mit dem T-Shirt von der Gruppe unterwegs war, die sich jetzt halt nicht mehr Riot 0231, sondern Hooligans Dortmund nennen. Mal abgesehen von seinem Posting mit Waffen, will ich kurz die Frage stellen, warum muss er 7 Jahre in Haft? Was hat der Kerl angestellt? Ich habe keine Ahnung. Ich will jetzt aber auch nicht zu tief gehen, das soll einfach mal kurz dienlich dafür sein, dass Leroy nicht ganz so vertraut ist mit dem Begriff Background-Check, beziehungsweise es ihm einfach egal ist. Fangen wir jetzt auch mal mit dem Main-Video an. Ah, dieses Video wird schwierig. Ich bin an einem Punkt, an dem ich nicht so ganz weiß, wie ich das hier handhaben soll. Wir haben ein Leroy-Video, in dem ein 100-jähriger Opa sitzt. Dieser Opa verbreitet straight-up Lügen über den Zweiten Weltkrieg und stellt manche Sachen schon fast romantisiert dar und suggeriert, dass die deutschen Soldaten deutlich unschuldiger waren, als man sagt. Beginnt das Interview aber paradoxerweise mit der Bekundung, dass er aufklären möchte und der Jugend Bescheid geben will, wie sie sich heute verhalten sollen. Also im Endeffekt nicht das, was im Video passiert. Ich stelle mir selber gerade die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Bin ich nachsichtiger, weil wir hier einen uralten Mann haben? Tu das mit, ja, Onkel Seppel, red du mal ab und halt mich in meiner sonst gerne auch mal derberen Wortwahl zurück. Einfach nur wegen dem Alter? Oder boller ich los, weil der Nazi war, der heute wie gesagt von einem 7-stelligen Publikum Lügen über den Zweiten Weltkrieg und die NS-Zeit verbreitet, die halt stellenweise einfach nachweisbar falsch sind. Ich bin zu einem Entschluss gekommen. Irgendwie fühlt es sich nämlich komisch an, auf so alte Menschen so einzubollern. Es gibt verbale Dresche. Und zwar für Leroy. Auf ihm soll der Hauptfokus liegen, weil er das Video und die Inhalte, also die Ideen, verbreitet hat. Im ersten Part gehe ich mal auf den riesigen Elefanten im Raum ein, was Leroy halt alles so desaströs falsch macht und gerade in diesem Video. Und im zweiten Part beziehe ich mich auf direkte Passagen des Videos. Wenn vor so einem breiten Publikum falsche Dinge behauptet werden, könnte man meinen, dass ein Moderator die Aufgabe hat zu intervenieren. Es ist kein Geheimnis mehr, dass man sich wirklich anstrengen müsste, überhaupt jemanden zu finden, der dilettantischer im Bereich der Moderationskünste ist als Leroy. Spontan würde mit der höchsten Markus Lanz einfallen? Der übrigens aus dem diametral gegenüberstehenden Gründen. Wenn man da mal einen Satz ohne sein Dazwischengerölpse hören darf und somit dem Gespräch auch folgen kann, das ist schon ein Happening bei ihm. Naja, was erwartet man von einem Moderator, dessen bestes Argument doch ist? Also zurück zu Leroy. Es wurde nicht eine einzige offensichtliche Falschbehauptung korrigiert und unreflektiert durchgewunken, gar teilweise gelobt. Warum das gerade in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg vor so einem riesigen und auch jungen Publikum nicht die beste Idee ist, das könnt ihr euch schon selber denken. Ob das jetzt an Herrn Mantatas Inkompetenz zu moderieren oder seiner himmelschreienden Unwissenheit im Bereich Geschichte liegt, wahrscheinlich beides. Da gäbe es jetzt die Möglichkeit, solche geschichtsträchtigen Themengespräche und Interviews erst gar nicht zu führen, weil da halt eben sonst so ein Klamauk und so ein Seemannsgarn bei rumkommt, wie in diesem Video. Die andere Option wäre, wenn man es unbedingt machen möchte, das Ganze via Infotafeln richtig zu stellen und den Zuschauern so wenigstens Informationen zu vermitteln. Auch wenn das die eher ineffizientere Methode ist, weil man dafür die ganze Zeit hingucken müsste und viele solche längeren Videos halt einfach als Podcast auf dem Zweitbildschirm oder beim Essen laufen lassen. Es ist dennoch besser, als gar nichts zu tun. Als Leroy noch bei Funk war, gab es wenigstens noch gelegentlich diese Tafeln. Die Ausrede, dass er jetzt nicht mehr finanziert wird, lasse ich übrigens nicht durchgehen, weil ich mir relativ sicher bin, dass er jetzt um einiges mehr verdienen wird als vorher und er somit die Videos bezahlt noch gegenchecken und ausbessern lassen könnte, ohne Probleme.
Ich plaudere mal aus dem Nähkästchen. Leroy wird einen besseren CPM haben als ich. Da bin ich mir relativ sicher. Seine Videos sind halt deutlich länger und das ist auch ein Faktor dafür. Ich habe mit 1 Million Aufrufe $6,000 verdient. Leroy macht 6 Millionen Aufrufe im Monat. Das Sechsfache von mir. Und er hat einen Zweitkanal, der mehr Aufrufe macht als ich, plus Placements. Sei ihm auch gegönnt. Für Werbeintegration kann man eigentlich so im Durchschnitt 40 Euro pro 1000 Aufrufe verlangen. Mein bester Deal war irgendwo bei 65. Ihr könnt euch also ausmalen, wie viel er wirklich verdient. Sei ihm auch gegönnt. Aber da frage ich mich an der Stelle, wieso reicht es da nicht dafür, jemanden zu bezahlen, der die Videos ausbessert und Infos bzw. Richtigstellungen anbringt, wenn Leroy selber nicht dazu in der Lage ist, gerade bei so wichtigen Themen? Sind es dir die paar Euro nicht wert, keine Falschinformationen in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg zu verbreiten, bei dem NS-Soldaten deutlich besser dargestellt werden, als sie waren? Merkst du was? Gerade bei so wichtigen Themen sollte das absolut im Fokus stehen. Da bei ihm auf Richtigkeitsansprüche offensichtlich aus Leibe gesprühkotet wird, mache ich dieses Video hier, um den Quatsch einfach so ein wenig richtig zu stellen. Es fängt übrigens schon bei Thumbnail und Titel an. Da gibt es wirklich eine gewaltige Indiskrepanz. Der Opa soll angeblich Hitlers Leibwächter gewesen sein. Im Video wird aber erzählt, dass er ein stinknormaler Soldat, keine SS, einfach ein normaler Soldat war und nur zufällig in die Sperrzone 1 berufen wurde. Hitlers Leibwächter wurdest du eigentlich nur, wenn du bei der Leibstandarte SS, kurz LSSAH, bist. Das war quasi eine Elitetruppe in Anführungszeichen, die dezidiert als Leibwache eingesetzt wurde. Sprich, die übelsten der üblen Nazis, die es damals gab, nicht nur an Barbarei und Abscheulichkeit kaum zu übertreffen, sondern hundertprozentig NSDAP-treue, überzeugte Nazis, die voll an Bord waren, sonst wären die wohl kaum bewaffnet in die Nähe Hitlers gelassen worden. Das sollte eigentlich jedem klar sein, der seinen Verstand benutzen kann. Entweder lügt Leroy hier im Titel und Thumbnail, oder dieser Mensch wird im Video signifikant unschuldiger dargestellt, als er es eigentlich tatsächlich war, denn es gibt schon einen großen Unterschied zwischen SS und normalen Wehrmachtssoldaten. Abgesehen davon war der letzte überlebende Leibwächter Hitlers, Rochus Misch, der am 5. September 2013 gestorben ist, also vor knapp 10 Jahren. Das war der letzte. Leroy, mal im Ernst, hast du es nötig, schon im Titel und Thumbnail zu lügen? Muss das sein? Hat da vielleicht jemand die Klicks vom Herbert-Döring-Interview gesehen und wollte auch einfach mal so richtig auf den Putz hauen? Ich verstehe den Approach, absoluten Zeitzeugen von der Nazi-Seite interviewen zu wollen. Das kann man ja auch machen und das könnte wirklich interessant werden, wenn der O-Ton des Interviews nicht wäre, welche Farbe die Fliesen in der Sperrzone 1a hatten, sondern wirklich direkte Fragen zu den Gräueltaten. Die hätten gestellt werden müssen. Leroy hat eine einzige Frage in 30 Minuten gestellt, die auch nur ganz leicht in diese Richtung geht. Man hätte so viel Spannendes fragen können. Aber das, egal aus welchem Aspekt, dieses Interview war die reinste Clown-Fiesta. Es war nicht spannend, es war nicht informativ, es war nichts. Das war ein Fliegenschiss. Komm schon, wie sehr kann man es eigentlich verkacken? Er hat jetzt nicht wirklich nach der Fliesenfarbe gefragt, auch wenn mich das nicht gewundert hätte. Das war einfach eine Überspitzung. Die Fragen waren nämlich wirklich im Vergleich zu dem, was man hätte besprechen können, unsagbar belanglos. Wenn man es halt richtig und ordentlich kritisch anstellt, so nachbohrt und auch mal nachfragt, ey, völlig fein. Aber Leroy hat sich für den Pfad entschieden, einfach wie ein Wackeldackel daneben zu sitzen und mit dem Kopf alles abzunicken. Es wäre schön, wenn es dann auch noch ein Interview geben würde, das einen Überlebenden der Gräueltaten zu Wort kommen lässt. Das würde wahrscheinlich auch besser ankommen, als so ein unsauberes Interview, in dem auf einmal traurige Musik eingespielt wird, wenn der Opa davon redet, dass seine ehrenhaften NS-Kameraden gefallen sind. Naja gut, sonderlich harte Kritik gab es dieses Mal nicht, wenn man mal in die Kommentare schaut. Da wurde leider nicht so viel reflektiert und man hat irgendwie auch nicht verstanden, was da gerade passiert. Irgendwie 10% haben es vielleicht gecheckt, laut Bewertung. Aber jetzt wird es auch mal Zeit, sich das Video direkt anzuschauen. Ich konzentriere mich hier erstmal auf die dicksten Brocken, damit wir hier auch noch irgendwann fertig werden. Das ganze Interview ist unten verlinkt. Es fängt im Intro, also im Vorspann, übrigens schon mit einer der geschichtsrevisionistischen Lügen überhaupt an. Mit der Schutzbehauptung. Die niemand hat irgendwas gewusst, Lüge. Darauf gehen wir aber des Kontexthalber, wenn sie im Video kommt, in Gänze ein. Ich wollte einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass Leroy eine der beschissensten Stellen für so gut erachtet, dass er sie direkt an den Anfang schneiden muss. Also das ist auch mal eine Möglichkeit der Selbstkasteiung. Den größten Patzer, den größten Ich-habe-reingeschissen-Moment direkt zu Beginn bringen. Naja, die erste kritische Aussage kam auf die Frage, wie war es auf andere Menschen, spezifisch auf russische Soldaten zu schießen? Kurt antwortet, dass ihm dieses direkte Gefühl nicht bewusst war und sagt dann Folgendes. Wir mussten uns dort nur verteidigen und wir hatten mit der Zivilbevölkerung immer ein gutes Verhältnis. Warte, will er uns gerade sagen, die Deutschen mussten sich im deutsch-sowjetischen Krieg nur verteidigen? Ich glaube, das war so ein wenig anders. Am 22. Juni 1941 ist die deutsche Wehrmacht mit dem Unternehmen Barbarossa nämlich in Russland einmarschiert. Ich weiß also nicht, wie man darauf kommt zu sagen, dass die Deutschen sich nur verteidigen mussten. Und dass die russische Zivilbevölkerung mit den deutschen Soldaten, die dort eingefallen sind, für einen Vernichtungskrieg ein gutes Verhältnis hatten? Also komm schon, es geht aber noch weiter mit der Behauptung. Also ich muss ehrlich sagen, wenn wir von den
Zwiebel gekriegt haben oder Eier oder so, wenn wir mal im Dorf lagen. Das haben wir immer ehrlich bezahlt und alles. Mehr nichts den Leuten weggenommen. Die Deutschen haben ehrlich bei den Russen eingekauft. Möchte Kurt uns gerade wirklich erzählen, dass da alles Friede, Freude, Eierkuchen war? Ich zitiere mal kurz. Die Zivilbevölkerung massiv zu verringern, also zu ermorden, gehört von Beginn an zur Strategie des Angriffskrieges der Deutschen auf Osteuropa. Was auch nicht verwunderlich ist, jemand, der sich mit der Propaganda damals auseinandergesetzt hat, wusste, als was die osteuropäische und sowjetische Bevölkerung damals bezeichnet wurde. Ich kann es hier nicht genau aussprechen, aber es wurde schon relativ deutlich gemacht, dass man diese Menschen als Menschen zweiter Klasse anzusehen hat. Was ist mit dem Massaker von Kolyukivka? Kam man da auch super mit der Zivilbevölkerung aus und wurde mit Zwiebeln und Eiern begrüßt? Ich zitiere nochmal. Dabei gab es in Weißrussland und Russland, in den baltischen Staaten und in der Ukraine tausende Orte, die niedergebrannt wurden, an denen Frauen und Kinder, Greise und Kranke ermordet wurden. Orte unaussprechlicher Gewalt. In den westlichen Teilen der Sowjetunion gab es kaum eine Familie, die nicht betroffen war. Das hier ist eine kleine Zusammenfassung der Gräueltaten, die damals von der deutschen Seite begangen wurden in diesem Krieg. Was da im Video erzählt wird, dass die Zivilbevölkerung super auskam mit der Wehrmacht, ist absoluter Bullshit. Selbst wenn man die genauen Taten nicht kennt, sollte man mit gesundem Menschenverstand darauf kommen, dass ein Vernichtungskrieg auch der Zivilbevölkerung gegenüber nicht gut bei eben dieser ankommt. Und jetzt kommt wirklich der absolute Kicker. Das hier fügt Kurt noch hinzu. Die heutigen Verhältnisse, wie das alles geschildert wird, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war bei uns gar nicht Sitte. Und wir haben also keinem Russen was zur Leide getan. Also an der Stelle kann man ja davon ausgehen, dass Leroy darüber Bescheid weiß und interveniert, oder? Weil der wird sich doch bestimmt auf so ein schwerwiegendes Thema vorbereitet haben, bevor er sich da mit ihm hinsetzt. Wenn der Kerl da gerade sagen möchte, dass die Deutschen doch gar nichts Böses da gemacht haben, sollten sofort alle Alarmglocken schrillen. Das war Leroys Antwort. Außerdem der Der hat doch auf uns geschossen. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, zu dem Satz, die haben ja auch auf uns geschossen, sagt Herr Matata, gar nichts. Das lässt er gänzlich unkommentiert. Ja, ach was, wie kommt das denn? Die haben auf euch geschossen, nachdem ihr bei denen eingefallen seid und tausende Orte samt Bevölkerung vernichtet habt? Wie kann das denn kommen? Er rechtfertigt bzw. relativiert damit auch noch durch die Blume den Angriffskrieg, selbst wenn das von ihm nicht beabsichtigt sein sollte. Seine Absicht kann man ja nicht klar benennen, weil es einfach unbehandelt bleibt. Ich will dem da nichts unterstellen. Du hättest da einen verkackten Stein neben den Opa setzen können. Da wäre genauso viel bei rumgekommen. Leroy hat einfach mal wieder geleroyt. Als nächstes kommt die Szene, in der Leroy traurige Musik einblendet, während der Opa davon schwadroniert, dass seine Kameraden im Krieg gefallen sind und was es doch für ein schwerer Verlust für ihn war, dass die Deutschen da gestorben sind. Ich erspare euch das mal, aber es kommt schon irgendwie ein bisschen zynisch rüber. Wie gesagt, wenn ihr das ganz sehen wollt, ist unten verlinkt. Es wird umso peinlicher für Leroy, wenn man das Ganze mal aufarbeitet und sich das danach zu Gemüte führt. Kurt, ich muss dir erstmal ein großes Lob aussprechen. Du erinnerst so viele einzelne Details und das ist so unfassbar lange her. Das ist, glaube ich, auch wichtig für die Zuschauer, dass ihr euch da versucht hineinzuversetzen. Ja, aber erinnert sich ja offensichtlich falsch. Da wurde halt in einer Tour Quatsch erzählt. Sorry, dass ich das so sage. Es ist nochmal extra dreist, anstatt Falsches zu korrigieren, hervorzuheben, wie toll er sich doch erinnert. Dadurch entsteht ein viel zu positives Bild für das, was dort abgeliefert wurde. Anscheinend ja nicht. Abgesehen davon gibt es vorher und nachher auch noch einige andere Ungereimtheiten, die nicht so ganz zusammenpassen. Also völlig deplatziertes Lob an der Stelle. Wenn es wichtig wird, kann er sich ja auch plötzlich an nichts mehr erinnern. Beziehungsweise will von nichts gewusst haben. Aber wenn man unwichtige Details aufzählt, ja dann, ne? Als nächstes redet Kurt davon, dass er der Auserwählte war, der in die Sperrzone 1A beordert wurde. Also ziemlich nah an Hitler dran. Die Frage ist, warum ausgerechnet er? Warum war er derjenige? Die einzige Person aus der Kompanie, die dafür bestimmt wurde. Ob dafür jetzt besondere Regimetreue der Grund war? Kurt weiß es nicht und kann es sich auch nicht erklären. Ein direkter Leibwächter von Hitler war er ja nicht. Das haben wir schon besprochen. Auch das Begleitkommando war unfassbar regimetreu. Es ist ja auch klar, dass Menschen, die mit Waffen in die Nähe von Hitler gelassen wurden, sehr mit an Bord gewesen sein müssen. Gerade 1944 gab es ja schon das ein oder andere Attentat und Vorsicht war da eine der obersten Prioritäten bei denen. Irgendwas ist ein bisschen faul an der Geschichte. Was genau, kann ich aber nicht sagen. Jetzt bekommen wir erzählt, wie es sich für den Opa angefühlt hat, Hitler zu begegnen. Und dann wusste ich, kommt der Pantier raus und geht zu dem Hund an. Ich dachte, bestimmt Herzklopfen gehabt. Das habe ich heute noch, wenn ich daran denke. Und dann habe ich dann probiert, ob das Koppel richtig sitzt und das Käppchen richtig. Okay, er bekommt also heute auch noch Herzklopfen, wenn er daran denkt, wie er Hitler getroffen hat. Und
hat sich da natürlich zurecht gemacht, so man muss ja auch einen guten Eindruck hinterlassen. Warum bekommt er heute auch noch Herzklopfen, wenn er daran denkt? Ist es Nazi-Nostalgie? Damals war das ja ganz klar ein Freundending. Er hat sich ja offensichtlich seiner Erzählung nach gefreut, Hitler persönlich zu begegnen. Wenn er es einfach so dazu in dem Nebensatz sagt, dass er heute auch noch Herzklopfen bekommt, frage ich mich wieso. Und ebenfalls frage ich mich wieder, warum hat Leroy da nicht eingehakt und kritisch nachgefragt, was er damit meint? Durch die fehlende Hinterfragung bleibt es den Zuschauern überlassen, wie sie das zu interpretieren haben. Super kritisch. Es wäre essentiell gewesen, da einzuschreiten, Leroy. Dadurch, dass im weiteren Verlauf über Hitler kein einziges negatives Wort, sogar im Gegenteil, schon fast positiv von ihm gesprochen wird, bleibt auch bei mir ein ziemlich desaströser Eindruck. Vielleicht hat er sich ja unglücklich ausgedrückt. Das kann einem 100-Jährigen ja mal passieren. Leroy, mach deinen scheiß Job. Und mit positiv meine ich unter anderem Folgendes. Er ließ mir also keine Meldung mehr machen, nur ein einzig Mal. Und von da an wusste der meinen Namen auswendig, der hat mich angesprochen mit Schütze-Schalterberg. Ich kann es missverstehen, aber für mich hört es sich so an, als wäre das eine positive Darstellung. So als wäre er sehr volksnah und würde sich für jeden Einzelnen Mühe geben und sich die Namen merken. Bestärkt wird das Ganze dann noch mit der Aussage um Minute 21, in der uns mitgeteilt wird, dass Hitler sich ja höchstpersönlich um die Verwundeten gekümmert habe und die besucht hat und sowas. Das in Kombi mit dem Herzklopfenpunkt zeichnet ein wirklich unschönes Bild. Die Beschreibungen des Stauffenberg-Attentats von Kurt werfen auch einige Fragen in mir auf. Mal war er direkt drin und will alles mit eigenen Augen gesehen haben, wo mir aber erneut die Frage in den Sinn kommt, warum wurde ein angeblich ganz normaler Soldat mit der gesamten Führungsebene in die Wolfschanze zur taktischen und strategischen Besprechung gelassen? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, da wurde halt einfach nicht jeder reingewunken, aus offensichtlichen Gründen. Auch Erzählungen über Stauffenberg selber sind ungenau und passen nicht zueinander. Bei einigen kam der Verdacht auf, dass sich da vielleicht Erinnerungen mit dem Stauffenberg-Film vermischt haben könnten, weil er exakt die Filmszenen beschrieben hat, Bild für Bild, die er eigentlich gar nicht hätte sehen können. Aber das ist für das Thema hier auch relativ irrelevant. Wir kommen zum absoluten Lowlight dieses Videos. Die Stelle, die wir vorhin angeschnitten haben, weil Leroy sie für so toll hielt, dass er sie schon im Intro präsentieren müsste. Das war übrigens auch die einzige halbwegs kritische Frage von Leroy aus dem Interview. Nämlich, was Kurt jetzt im Nachhinein von der NS-Zeit hält. Der ganze Partei und alles haben wir als Soldat ja gar nicht erlebt, sind wir nichts gewahr geworden. Und erst nach dem Krieg sind die ganzen Gräueltaten, alles, was bekannt geworden ist, KZ und alles, das ist ja nach dem Krieg jetzt populär geworden. Ja. Vorher hat ja der einfache Mann, so, der hat doch nie etwas von KZ gehört. Auch wie hier in Hamm. Leroy, solltest du da mal genau nachfragen und das nicht einfach so stehen lassen? Ja. Hast du es denn auch gemacht? Nee. Was hast du denn stattdessen getan? Ja. Das war's. Also mal ganz kurz, er redet ja nicht nur davon, dass niemand da was über die KZs gewusst haben will, sondern dass niemand von irgendwelchen Gräueltaten wusste. Das ist gelogen. Straight up gelogen. Also mal abgesehen davon, dass er vorher in diesem Video schon davon geredet hat, dass die Juden verfolgt und Synagogen abgefackelt wurden und er das mit eigenen Augen gesehen hat, was ja auch eine Gräueltat war, ist dieses Märchen, dass niemand was gewusst haben soll, einfach falsch. Es ist mittlerweile eigentlich Konsens, dass das falsch ist. Die zeitgenössische Kenntnis vom Holocaust ist bei Forschern aus dem Bereich komplett übereinstimmend eine Lüge. Eine Schutzbehauptung, um genau zu sein. Und ja, es gibt tatsächlich ein Forschungsfeld, das sich nur auf diesen Teil der Zeitgeschichte bezieht. Wenn es bei der allgemeinen deutschen Bevölkerung bereits bekannt war, kannst du mir nie im Leben weismachen, dass jemand, der in der Sperrzone 1 um die Wolfschanze aktiv war, nichts davon mitbekommen haben will. Und es war auch nicht so, als wäre Kurt irgendwie speziell isoliert gewesen. Warum lässt Leroy ihm diese Lüge durchgehen? Das ist nachweisbar falsch. Ja, ganz einfach, weil Leroy himmelschreiend unwissend ist. Der hat davon überhaupt keine Ahnung, sonst hätte er in diesem Moment aber ganz schnell Widerspruch einlegen sollen. Diese Lüge darf man so nicht durchgehen lassen. Wir reden hier übrigens von dem Zeitraum 44, von dem Kurt gerade spricht, ne? 1938, zu den Novemberpogromen, war es schon eine allgemeine Frage, was jetzt eigentlich mit den Juden passieren würde. Es gab Zeugenberichte, weil es einigen Häftlingen gelungen ist zu fliehen und die diese Informationen weiterverbreitet haben. Beispiel Witold Pilecki. Überlebende berichten davon, dass sie auch bereits vorher von diesen Gerüchten gehört hatten. Jetzt mal reine Logik. Abgesehen von der Wannsee-Konferenz, wo NS-Behörden und die oberen Ebenen das halt besprochen haben, so viele wie daran beteiligt waren. Denkt ihr wirklich, dass sich das nicht rumspricht? Wie kann es sein, dass BBC 1942 bereits darüber Bescheid wusste und darüber berichtet hat? Warum wusste das OSS Office of Strategic Services darüber Bescheid? Ich packe euch einfach mal, keine Ahnung, 5 bis 10 Quellen dazu in die Beschreibung, falls YouTube nicht lässt. Was ist das denn für ein absurder Unsinn, dass die Deutschen von nichts gewusst haben wollen, aber jeder andere wusste es? Und diese geschichtsrevisionistische Lüge des Unwissens wurde erfolgreich an 1 Million Menschen in Deutschland verteilt. Super gemacht, Leroy.
Kein Wunder, dass ich dann Kommentare lesen darf wie: Jemanden wie Kurt mit so viel Lebenserfahrung könnte ich stundenlang zuhören. So etwas ist viel wichtiger als die heutigen Influencer, die echt viel Müll reden. Das ist ein Top-Kommentar. Was ist daran wichtig, historische Falschinformationen zu verbreiten? Da ist es mir lieber, wenn irgendein Influencer irgendeinen Quatsch erzählt, anstatt dass die deutschen Soldaten damals als unschuldig dargestellt werden. Ich gucke jetzt nicht weiter in die Kommentare, sonst fange ich an zu rotieren. Der einfache Mann, so, der hat doch nie etwas von KZ gehört. Auch wie hier in Hamm. Da hieß es, ja, die Juden werden kommen nach Betzdorf, die kommen in Lager. Ja, ganz genau, 6 Millionen Juden nach Betzdorf. Ganz klar und logisch. Er spinnt diese Erzählung, dass niemand von irgendwas gewusst haben will, noch den Rest des Videos weiter und wird sogar noch von Leroy dafür gelobt, wie toll er doch aufklärt. Ganz großes Kino, Leroy. Wirklich. Dieses Video ist eine Schande. Sorry, das so direkt zu sagen, aber das Ding geht einfach gar nicht klar. Leroy, wie wär's, wenn du solche Themen in Zukunft einfach lässt? Offensichtlich bist du einfach nicht für einen kritischen Moderationsstil gemacht, also behandle keine Themen, die diesen Stil erfordern, oder rechne halt mit Kritik. Es kräht kein Hahn danach, wenn bei irgendwelchen Billo-Themen Fehler gemacht werden. Aber bei sowas, ich weiß nicht, irgendwie halt ich von Leroy von Video zu Video immer weniger. Auch dieses Gefühl, dass Leroy aus seinem Kanal ein Kabinett der Kuriositäten macht. Das ist nicht meine Ansicht, aber lässt sich halt durch die Aufmachung manchmal vermuten und vor allem, weil der Fokus nicht auf den betroffenen Personen, sondern auf die Zuschaustellung liegt. Diese absolut harten Themen, die so deplatziert und schlecht moderiert werden, sind nochmal das i-Tüpfelchen obendrauf. Ich habe den Kerl eigentlich wirklich mal gerne geguckt. Aber mittlerweile macht's mir das halt alles madig. Es gab so viel Kritik von allen Seiten. Wirklich jeder hat ihn kritisiert. Und was hat sich geändert? Nichts. Es ist noch schlimmer geworden nach dem Funkaustritt. Naja, wir hören uns im nächsten Video.